Hallo und Hare Krishna, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Willkommen auf unserem Kanal hier bei der Spiritualität im Alltag. Und ich möchte mich zurückmelden nach 2 Wochen Pilgerreise in Indien. Der eine oder andere von euch hat sicherlich ein Video gesehen von mir in der Zwischenzeit und meine Gedanken geteilt habe, und ich wollte jetzt nochmal abschließend reflektieren, wie war diese Reise für mich? Also der Ziel meiner Reise nach Indien, das erste Ziel meiner Reise nach Indien, nach Vrindavan, den Erscheinungsort Krishnas, war eine Zeremonie und ein Festival zur Einweihung der Gedenkstätte meines spirituellen Lehrers, der vor einem Jahr verstorben ist. Und zu diesem ersten Verscheidungstag nach einem Jahr wurde in Vrindavan die Gedenkstätte eingeweiht. Und das war mein wichtigstes Ziel für die Reise, dort daran teilzuhaben, dort natürlich viele Menschen zu treffen, international. Und ja, ich war auch eine Reise an diesem heiligen Ort, Vrindavan. Ursprünglich ein Dorf, ist jetzt eine kleine Stadt mit mehr als 5000 Tempeln. Und alles dort dreht sich um die Verehrung Krishnas und Radharanis, seiner ewigen Gefährtin. Und somit war es natürlich auch wichtig für mich, dort die heiligen Orte zu besuchen und mich der Vertiefung zuzuwenden, ja, der spirituellen Vertiefung, der Meditation zuzuwenden. Ja, und vor Ort. Es war eine sehr schöne Erfahrung, es war eine tiefe Erfahrung, es war auch eine sehr emotionale Erfahrung, wie das ist, wenn ein wichtiger Mensch geht und wenn man in einem Trauerprozess ist. Ja, es war sehr emotional, gleichzeitig waren wir dort gemeinsam, ich weiß es nicht, wir 150 oder 200 oder 250 Personen waren, die dieses Fest begangen haben gemeinsam. Menschen aus der ganzen Welt, Menschen, die von meinem spirituellen Lehrer berührt wurden. Nicht physisch, sondern die bewegt wurden. Und somit war es ja ein gemeinsames Erleben, eine gemeinsame Erfahrung. Und das war schön, das hat gut getan. Es war schön, mit alten und neuen Menschen zu connecten und Beziehungen zu pflegen. Und natürlich war es auch eine persönlich abenteuerliche Reise. Ich bin mit einem Freund zusammengefahren und ja, es ist immer für mich ein Abenteuer, nach Indien zu kommen und wie funktioniert das alles. Wie funktionieren die Buchungen und aber es hat alles sehr entspannt geklappt für indische Verhältnisse. Das war eine Erfahrung. Wir haben dieses Festival gefeiert. Wir haben das Festival zur Einweihung der Gedenkstätte von meinem spirituellen Meister. Wir haben viel gesungen, viel den Hare Krishna Maha Mantra gesungen gemeinsam. Ein guter Freund hat organisiert, dass wir uns jeden Abend getroffen haben oder jeden Nachmittag getroffen haben, bis in die Abendstunden gemeinsam gesungen haben. Wir haben Menschen getroffen, die nicht zu dieser Gruppe gehörten, die wir aber trotzdem kannten, die ich kannte. Alte Bekanntschaften aus Berlin. Das war sehr schön, hat gut getan, dort gemeinsam an diesem Pilgerort zu sein.
Wir haben an einem tollen Festival im Krishna Balaram Mandir teilgenommen, dem Tempel, den Swami Prabhupada gegründet hat zu seinen Lebzeiten in Vrindavan. Und dort wurden die Bildgestalten, dort wurde der Tempel, der Innenhof des Tempels mit Wasser gefüllt und mit unglaublich vielen Blumen und Blüten, Blättern dekoriert in Mustern. Also ja, ISKCON Vrindavan, da findet ihr sicherlich auf Facebook und vielleicht auch auf YouTube Videos zum Julan Yatra, das Bootfestival. Und dort wurden dann die Bildgestalten mit einem Boot auf diesem Blütenmeer innerhalb des Tempels gefahren, sind dort Boot gefahren. Und es war ja, ein sehr, sehr schönes, sehr sinnliches, sehr freudvolles Festival, wo wir daran teilgenommen haben. Und wir haben einige Orte besucht, innerhalb der Gruppe auch. Wir waren am Govardhan, da habe ich das Video zu hochgeladen, am Govardhan-Hügel. Und wir waren an anderen Pilgerstätten gemeinsam. Und wir haben ja, in Vrindavan wichtige Tempel besucht. Zentrale Tempel dort, die vorangegangenen Meister mit ja, etabliert haben und uns dort ja, der Meditation gewidmet, dem Austausch. Wir haben voneinander gehört, was dort stattgefunden hat. So war das ein sich in diesen spirituellen Ort begeben. Für mich persönlich war es eine intensive Reise, war es auf der einen Seite eine entspannte Reise. Ich hab mir Zeit genommen für die Dinge, die mir wichtig waren. Aber Indien ist immer auch intensiv, das Wetter ist intensiv, die Mentalität ist so anders als unsere europäische, auch als meine europäische Mentalität. So viel los, es waren die Ausläufer von Holi, die letzten Tage, letzten 2 Tage, glaube ich, wo der ganze Stadt Kopf stand und die Menschen sich mit Farben beworfen haben. Und ja, ich bin eben so ein bisschen aus dem Weg gegangen. Es war für mich eine wichtige Reise für meinen eigenen Trauerprozess. Wo ich sehr dankbar für bin, dass ich diesen Weg machen konnte. Und ja, für mich ist auch klar, dass Trauer nicht etwas ja, Einmaliges ist, sondern etwas, was bleibt. Ja? Wenn jemand geht, nicht mehr physisch anwesend ist, dann ist jemand nicht mehr physisch anwesend. Und der Schmerz und die Traurigkeit dazu, die bleibt auch, die transformiert sich vielleicht im Laufe der Zeit, der Blick darauf transformiert sich im Laufe der Zeit. Aber ja, für mich war es auf jeden Fall wertvoll, an dieser Zeremonie teilzunehmen. Und es war für mich auch sehr wertvoll, die heiligen Orte zu besuchen. Und ich habe es wirklich genossen, mit einzelnen Menschen zu kontakten, die mich berührt haben, Gespräche, die mich berührt haben. Und so ja, das Wesentliche, was ich so für mich raus mitnehme aus dieser Reise, war zu verstehen, wo ich eigentlich bin in meinem Leben und wo ich hingehöre. Wir haben noch am letzten Tag, habe ich mit einem Freund ein paar Tempel besucht in Vrindavan. Und da gibt es diese Tempel, die unglaublich viel besucht sind und völlig überfüllt sind. Ich hatte eine Situation, wo ich vor dem Altar, vor der Bildgestalt meine Arme gehoben habe. Und als ich sie wieder runternehmen wollte, war kein Platz mehr. Links neben mir, rechts neben mir, überall waren Menschen.
wusste gar nicht, wie ich meine Arme wieder runternehmen soll. Und hat ein paar Minuten gedauert, ja. Und dann habe ich mir so ein bisschen Platz verschafft und konnte dann so meine Arme wieder zu mir runternehmen. Es gibt diese Tempel, es gibt andere Tempel, wo wirklich nur die Priester vor Ort sind und sonst niemand. Und da hatten wir sehr, sehr schöne Begegnungen, wo wir Gespräche mit den Priestern hatten, die uns erzählt haben von den Relikten, die sie in dem Tempel aufheben, die Bildgestalten, wo die herkommen und welche Verbindungen die zu unserer Schülernachfolge haben. Sehr authentisch, sehr, sehr alt, ja, über 500 Jahre alt, der Tempel, in den ich da gerade im Kopf zu habe. Und die leben ein sehr einfaches Leben. Die haben den Tempel, verehren die Bildgestalten, haben eine Küche, eine Schlafstätte. Wir haben hinterher dahinter den Räumen den Kuhstall gezeigt bekommen. Die haben ein paar Kühe, wo sie etwas Milch bekommen, was sie im Tempel auch opfern. So ein sehr, sehr einfaches Leben. Und da habe ich schon auch reflektiert, wie lebe ich eigentlich? Wie lebe ich hier in Deutschland? Und ist das nicht auch reizvoll, an so einem heiligen Ort so einfach zu leben? Ja. Aber also ich habe darauf, meine Antwort darauf ist ziemlich klar, dass ich hierhin gehöre, nach Deutschland, dass hier mein Umfeld ist, dass hier mein Tätigkeitsfeld ist, jetzt zumindest. Und Swami Prabhupada, der die Internationale Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein gegründet hat, 1966, und die ganze Lehre des Bhakti-Yoga aus dem indischen Kastensystem raus in die westliche Welt gebracht hat, hat vorher an diesem heiligen Ort gelebt. Ja. Wir haben seine Räume besucht, in denen er gelebt hat, bevor er in den Westen gegangen ist, in denen er meditiert hat, in denen er die Bücher übersetzt hat, angefangen hat, die Bücher zu übersetzen. Und der ist auch nicht dort geblieben, im Frieden seiner Meditation, sondern ist rausgegangen in die Welt. Er ist dorthin gegangen, wo die Menschen sind. Zu der Zeit war es New York als erstes, wo die Menschen, wo die jungen Leute der Hippie-Bewegung auf das Krishna-Bewusstsein, auf das Bhakti-Yoga gestoßen sind und das so angenommen haben, weil sie auf der Suche waren. Und das war seine Mission, das Ganze. Spiritualität nicht für sich zu behalten, sondern sie zu teilen. Denn Spiritualität, Krishna-Bewusstsein, sagen wir, ein anderes Wort für Gottesbewusstsein, Krishna-Bewusstsein ist etwas, was mehr wird, wenn wir es teilen. Ja. Materiell, wenn wir Dinge teilen, wenn wir unser Mittagessen teilen, dann wird es weniger. Ich kann das nur, ja. Es lässt sich nicht unbegrenzt aufteilen, materiell. Ja. Wenn ich mein T-Shirt teile, dann wird es weniger. Und spirituell Krishna-Bewusstsein oder Bhakti-Yoga, wenn wir das teilen, dann wird es mehr. Und das wusste Prabhupada und ist deswegen in den Westen gegangen und hat deswegen alle möglichen Unsicherheiten in Kauf genommen, um den Menschen, und da zähle ich mich dazu, weil auch mich hat seine Bemühung erreicht, eine weitere und eine wesentliche Dimension in ihr Leben zu geben. Und ja, da befinde ich mich auch in der Nachfolge, befinden sich viele von uns. Und unser Ziel ist es nicht, sich in Meditation zu versenken und sich von der Welt zurückzuziehen, sondern in die spirituelle Verbindung zu gehen und in die Welt zu gehen und das, was wir haben, zu teilen. Ja,
ein Grund, der wichtigste Grund für diesen Kanal ist es, um die spirituelle Verbindung, nach der wir uns alle sehnen, um da einen Zugang zu ermöglichen. Ja. Das ist das, was ich vor allem daraus mitnehme, ja. Wieso ich jetzt hier bin. So, ich glaube, ich schließe mal das Video gleich ab. Ich bin noch ziemlich erkältet. Ja, ich habe mich in Indien ziemlich erkältet. Noch ein bisschen Brain Fog, sagt man. Noch ein bisschen benebelt im Kopf. Bin noch nicht richtig durch wieder. Aber mir war es wichtig, dieses Video aufzunehmen, solange die Erinnerungen noch so präsent sind. Und ich wollte gerne, ja, das hier auf den Kanal zurückgeben. Ein paar Reiseeindrücke von mir. Ja. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, dass es von euch für euch von Interesse war. Und weiß nicht, was eure Erfahrungen sind. Würde mich interessieren, eure Erfahrungen zum Thema Pilgern. Und teilt das gerne in den Kommentaren. Ich freue mich, von euch zu hören. Ich melde mich demnächst wieder auf diesem Kanal. Hare Krishna.